Maniacs vs. Earth 11. Die Inazuma 11 Erde, genau. Die Earth 11. Das war eine. Das ist quasi die. Ich glaube, die letzte. Das ist auf jeden Fall die Go-Variante. Go-3-Variante. Sehr gut. Ich habe das Trikot gewechselt, wie man gesehen hat. Ich habe jetzt mal das Inazuma 11 Trikot angezogen. Oh, interessante Haarfarbe hast du. Oh, was? Geh weg. Probier es trotzdem aus. So, da kommt seine Soul, der Mammut. Ich hole erst Pegasus heraus und hoffe, dass es funktioniert. Mal. Ja, aber jetzt steht ihn abseits. Deswegen hätte ich nicht spielen können. So, was kommt da? Einsatz! Ich glaube, die sind ziemlich stark, ne? Obwohl, es ging. So, gucken wir mal. Ja. So. Oh, was? Warum? Ach, Gale. Mach nicht sowas hier. Mach nicht sowas hier. Brandfallbohrer. Und da kommt kein Zack-Zack. Oh, was? Er kommt trotzdem durch. Ach, Bremi. Ah! Ich trau ihm nicht. Ich will den da haben. Ich traue ihm nicht. Geh weg. Lief schon mal. Der Anfang lief nicht so gut. Der Anfang läuft aktuell nicht so gut. Aber vielleicht kriegen wir das jetzt noch hin. Beide Torschussversuche sind in der Haus gegangen. Fesselt. Das ist mir egal. Wer ist das? Ach, der Bulle. Okay. Oh mein Gott. So, komm. Dankeschön. Dankeschön. Dachte schon, kriegen wir gar kein Tor hier oder was? Oh, 3800, ne? Keine 4000. Na, schauen wir mal. Aber 3-4 sollte doch easy peasy sein, oder? Ja, er macht 2-5. Das punzt doch hier. Gut. Haben wir schon mal das 1-0. Ich glaube, wir haben bisher nur zwei Mannschaften nicht auf S-Rang. Kann das sein? Erstmal hier abwarten. Gucken, was hier noch passiert. So, Stick and Move gegen Trümmersturm. Wieso hat denn er Trümmersturm? Ist okay. Lassen wir es einfach mal. Da kommt wieder Trümmersturm, oder? Ist aber gut für mich. Somit hat er keine TP mehr. Damit kann ich arbeiten. Hey, oh Mann, was machst du denn hier hinten? Oh, komm, lauf. Postwelle gegen ihn. Sehr gut. Uff, hier ist ja gar keiner mehr. Einsatz. Verliert, sehr gut. Magma Teppich, let's go. Das hätte auch eine Abwehr sein können, ne? So wie es aussieht. Ah, was ist das denn jetzt? Lass mich in Ruhe. Da kommt der Fuchs. Hä? Auch wenn das jetzt vielleicht nichts bringt, aber ich probiere es trotzdem aus. Fehlschlag. Ja. Wir haben halt nicht den anderen, oder? Aber den holen wir gleich, wenn der vorbei ist.
Göttliche Weisheit, vielleicht ein Crit? Wäre schön gewesen, aber leider nicht. 1-9. Gerade hat er 2-5 gemacht, also wird er jetzt safe gewinnen. Und sogar hier wird er. Lässt er wieder den Ball liegen. Haben nochmal erneuten Versuch, aber das reicht glaube ich nicht aus. 1-1 nur, aber er kommt nicht mehr dran. Somit haben wir das Tor aufgeschossen. Sehr gut. Ja gut, danke. Das haben wir schon gesehen. Wunderbar. 2-0. So gefällt mir das. Gehen wir nach hinten. So. Wunderbar. Gale ist wieder ready. Der Hattrick kann kommen. Erst Pegasus. Das ist zwar alles eintönig, wenn man nur mit einem Spieler die ganzen Tore schießt, aber hey, ich glaube, ihr macht das genauso, ja? Also, wer anders spielt, weiß ich auch nicht. Aber jeder macht das doch so, ne? Der besten Spieler jedes Mal versuchen, die Tore zu schießen zu lassen. Man hat immer einen Top-Stürmer, wo man wirklich alles reinsteckt. Sehr gut. 3-0. Wunderbar. Tor! Weiter so! Und ja, Gale ist aktuell tatsächlich von den Maniacs die beste Stürmerin. Wunderbar. Ja, was habe ich mir schon was gedacht? So, Icewalk. Er macht keine. Warte mal, der hat doch bestimmt irgendwas, ne? Stimmt, es gibt da sogar noch so Leichtathletik-Gedöns. Oh! Ach nö! Da pfeift er ab! Da hätte ich das 4-0 noch schießen können. Ne, sowas wie Durchstarter, Hula-Hoop-Reifen, also da gibt's schon einiges. Gibt's da auch einen Schuss? Ja, okay, Hymnenflosse. Das könnte man auch quasi jemanden geben. Alles so, was so ein bisschen Leichtathletik oder generell in Olympia drin wäre. Ist hier die Frage, Wirbelsprint? Wäre das was? Obwohl, ja, also... Der Sprint, ne? So, wir machen erstmal nichts. Da kommt X-Sturm. Er kommt durch. So, solange es jetzt kein ultra krasser Crit ist, ist es echt lächerlich, dass er nur 1-2 macht. Er macht nur 1-2 mit seiner stärksten Spezialtechnik, die er entwickelt hat. Naja. Ich glaube, ich muss mir nicht so viele Sorgen machen. So, schön. Anspannung Level 3, soll mir egal sein. Pegasus Faust, let's go, 4000er Bombe, einfach mal reinknallen. Dann können wir sie auswechseln. Sehr gut. Ja. Schön. Jetzt läuft doch mal das Ganze hier. Jetzt läuft das doch Ganze. Jetzt fehlt nur noch ein Tor bis zum S-Rang. Und dann bin ich doch happy. Taktik. Wir holen den guten Mann hinein. Wir holen dich nochmal hinein. Ja. Den Rest lassen wir jetzt erstmal. Am besten Verteidiger. Haben wir auch drin. Mittlerweile ist es Whittaker, obwohl er relativ spät dazu kam. Also so kann man das auch umbauen. Und den habe ich ja umgebaut zu einem Feuer. Obwohl der selber kein Feuer ist, ne? Ne, der ist Erde.
aber ich habe hier alles, was mit Feuer zu tun hat, habe ich auf ihn draufgepackt. Wir haben halt zu wenige Feuersachen, deswegen. Aber, hey. Kommt ganz gut durch. So, kommt er da an? Harmoniebombe? Schade. Trümmersturm. Auch nicht. Er hat ja gar nicht eingesetzt. Man kann doch nicht wissen, ob er gewinnt oder nicht. Ist es ein UFO? Nee, sein UFO ist es nicht. Jetzt zertrümmert nämlich sein UFO. So, Exodus. Komm heraus und spiel mit uns. Da haben wir ihn. Nehmen wir erstmal. Die sind beide nicht gelevelt, ne? Macht keinen Unterschied. Ja, beide nicht gelevelt. So, Richterball, let's go. Damit sollten wir doch easy peasy nehmen. Das 5-0. Ja, ja, definitiv. Das ist einiges besser als mit Trickster. Obwohl Trickster eigentlich eine interessante Fähigkeit hat. Zack. Easy. Schön, dass es wieder läuft. Ich bin sehr gespannt, was die letzte Mannschaft ist. Wenn es nicht Earth 11 ist, was ist am Ende von Go 3? Ist das nicht Earth 11? Doch eigentlich schon, ne? Es ist doch eigentlich... Obwohl, das ist am Anfang. Was ist am Ende? Trotzdem Earth 11, oder? Gab es da irgendwas noch Speziale? Gab es irgendwie noch eine Spezial... Ah. Earth 11 sind ja seit dem Zeitpunkt, wenn die das Turnier starten. Ich kann mir auch nichts zusammen reinhören, ne? Also es muss irgendwas mit Go 3 zu tun haben. Oh, ein Crit. So viel ist sicher. So, der kommt nicht an. Schade. Dann war er ein bisschen zu langsam. Gewesen. Also es könnte eine ist da eine Earth Inazuma 11 Mannschaft. Ich kann mich das noch nicht dran erinnern, ob jetzt irgendwie ganz am Ende noch irgendwas Krasses passiert ist, wo sie gegen halt XA-Flotte antreten. Ja, nichts mehr Spezielles. Das waren ja einfach die gleichen Dudes von Anfang bis Ende. Das Einzige, was halt... Das Einzige, der noch dazu kam, ist halt dieser Sarnak-Verschnitt. Ob das der Cousin ist oder so, keine Ahnung. Und das war's eigentlich auch schon. Mehr war da nicht. Kommt der überhaupt da an? Ist das Abseits? Ist kein Abseits. Oh. Ansonsten. Der einzige, der noch zukam, ist JP, der sich reingemogelt hat. Von den ganzen Soul-Dudes, glaube ich, war da. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Naja, werden wir mal sehen, was die letzte Mannschaft dieser Tour sein soll. Also, das Thema war rund um die ganzen Inazuma 11. Ob das jetzt. Teil 1 war Teil 2, 3, Go 1, Go 2, ja, Sherwin war dabei. Aber, ja, und dann jetzt Go 3. Also muss die letzte Mannschaft irgendwas mit Go 3 doch zu tun haben. Oder ist es ein Mix aus allen? Das wär's. Das wär auch mal so krass. Die Ultimate Inazuma 11, die Ultimate. Ha. Also von jedem, der beste Endu, Arian, dann hier Victor, Exlo, besten Verteidiger,
Gabi und vielleicht sie hier. Nee, sie nicht. Torhüter. Ja, dann, ja, Torhüter, da gibt es nicht so viele. JP und Dingens. Hier der Dingens. Ich würde sagen, oh, wer ist denn hier der eigentlich der Beste von den Skunk? Das ist relativ schwierig. In Dribbling würde ich sagen, ist das hier der Grizzly-Bär-Typ. Ah. Aber mal schauen. Erst 11 haben wir jetzt auch mit 6:0 umgeklatscht. Wunderbar. Und jetzt bin ich auch mal ultra gespannt, was die letzte Mannschaft dieser Tour ist. Und wenn wir die auf S-Rang haben, dann fehlen uns noch, glaube ich, wirklich noch zwei Mannschaften. In der Summe Japan da und das und in der Sommer RE, glaube ich. Sind ja die beiden, die ich auf B-Rang habe. Oder ich habe noch was vergessen. Ihr werdet es ja sehen. Ich fange eh wieder von vorne an. Das Erste, was kommt, was nicht auf S-Rang ist. Ich glaube, ich habe noch einen Rang A, glaube ich, irgendwo noch gehabt. Wo ich mich jetzt gerade schwach erinnere. Aber erstmal die letzte Mannschaft machen. Dann schaue ich beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei, ne? Wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Spielmatch wieder. Also, bis dann!